Ja, um das jetzt nochmal anzusprechen. Zum einen, wow, 1000 Jahre. Zum anderen, gibt es keine männlichen Asari? Wow, ich meine, ich war der Vater. Das Ding ist doch ganz eindeutig eine Frau. Oder sind das Zwitter? Oh mein Gott. Puh, Entschuldigung. Also nicht, ich übergebe mich nicht. Ich muss nur rülpsen. Entschuldigung. Also beziehungsweise es unterdrücken. Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt sind. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Also, bevor ich jetzt das nächste Gespräch anfange. Ja. Turianer, habe ich gelesen, haben keinen großen Romanzentrieb. Die paaren sich teilweise tatsächlich nur, damit sie fortbestehen, also aus weiter ja, Leben, als Fortpflanzungsgründen halt. Also die empfinden jetzt keine große Romanze oder so, also was weiß ich. Dann habe ich irgendwie, weil ich war einfach mal ein bisschen neugierig, warum Garrus da so einen extremen Aufstand macht. Wieso sollte es nicht gehen? Ist bei den Turianern so viel anders als wie bei Menschen? Also ich habe im Internet bei Wikipedia, gut, da kann man natürlich auch nur die Hälfte von glauben, trotz allem, habe ich gelesen, dass die turianische Struktur eigentlich ziemlich der des Menschen ähnelt. Und auf einem anderen, also ich habe mehrere Bilder gesehen ohne Klamotten und nein, keine perversen Bilder, man sieht nämlich nichts. Kann es sein, dass die tatsächlich ihre Geschlechtsorgane innen haben? Oder beziehungsweise ihre Geschlechtsteile? Kann es sein, dass die die echt innen haben und dann wirklich nach, ich sag mal, außen verlagern können, wenn sie denn dann müssen wollen, was auch immer? Also nicht, dass ich jetzt pervers rüberkomme, aber das interessiert mich einfach nur, weil ich irgendwie überhaupt keine Peilung habe von den ganzen Rassen mit den Asari, die irgendwie Zwitter sind oder was auch immer. Also das ist jetzt einfach nur mal meine Vermutung. Die Turianer, warum ist es nicht machbar oder warum ist es schlecht machbar? Haben die zu große oder was? Nee, ehrlich, es interessiert mich einfach total. Überhaupt im Allgemeinen, so ein bisschen Rassenkunde wäre mal, wenn sich irgendjemand damit auskennt. Ich wäre wirklich unglaublich interessiert daran. Ich habe nämlich im Internet nichts Vernünftiges gefunden. Jeder sagt da was anderes. Beziehungsweise Unverständliches und Unvollständiges vor allem. Würden Sie gerne eine bestens ausgebildete quarianische VI-Programmiererin einstellen? Wenn Sie eine Bewerbung einreichen, werde ich. Moment. Reden Sie von der Sklavin? SynIQ kauft keine Sklavenarbeit. Die Citadel macht uns schon genug Druck, ohne dass wir Praktiken anwenden, die der Rat ablehnt. Offen gestanden stellen wir zurzeit praktisch gar nicht ein. Der Geth-Angriff auf die Citadel hat die Begeisterung für künstliche Intelligenz massiv gedämpft. Künstliche Intelligenz? Es kommt mir so vor, als wäre SynIQ um seinen Ruf besorgt. Die Anstellung der Quarianerin würde dabei sicher helfen. Der Kauf einer Sklavin nützt unserem Ruf? Wie kommen Sie denn darauf? Kaufen Sie den Vertrag abzüglich der Gebühr für vorzeitige Freilassung. Dann lassen Sie die Quarianerin frei, beschäftigen Sie weiter und pfänden als Abzahlung einen Teil Ihres Lohns. Interessant. Wir stehen gut da, weil wir eine Quarianerin eingestellt haben und wir können sagen, dass wir aus Nächstenliebe Sklaven befreien. Also gut, ich lasse einen Vertrag aufsetzen. Das Direktorium wird sich in die Hose machen, aber wir brauchen dringend gute Publicity. Allerdings muss die Quarianerin ihren Job wirklich beherrschen. Das ist ja normal eigentlich, ne? Man stellt ja keine Leute ein, die nur Propaganda hier erzählen. Aber das weiß man natürlich vorher meistens nicht. Meistens vorher nicht so rum. SynIQ hat gerade den Vertrag geschickt. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Mühen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss diesen Arbeitsvertrag übermitteln. Danke. Diesmal halte ich mich aus allem Ärger raus. Ich mag Quarianer. Ich habe sie zwar noch nicht groß kennengelernt, aber die ich kenne, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr niedlich. Und an sich auch voll in Ordnung. Also ich habe keine Vorurteile gegen die oder so, wegen Dieben und so. Und selbst wenn, es gibt Schlimmeres. In meinen Augen. Also ich finde die Kroganer zum Beispiel, ich meine, das sind auch nur ein Volk wie jedes andere, aber
ein bisschen dämlich. Einfach ein bisschen zurückgeblieben. Das dauert halt noch, bis die den Schuss gehört haben. Es ist nicht immer nur Stärke, die zählt. Ich lege ja mehr Wert auf Gehirn, aber ist halt scheinbar nicht so häufig vertreten bei denen. Oh, nicht diese Qualle schon wieder. Ich mag die nicht. Ich will etwas, das sagt, der Raum gehört dir. Es geht aber auch nur, ne? Hier war ich aber doch auch schon. Putz. Es ist voll lustig hier. Es sieht cool aus. Echt cool. Ich meine, über die Sarianer, nee, hier war ich auch schon. Also ich habe hier zwei Leute, die ich rekrutieren soll, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist echt erstaunlich. Ich habe über die Sarianer weiß ich viel. Boah, halte doch alle mal die Fresse. Weil mir Dr. Professor Morden irgendwas, nein, Professor Morden hat mir ja hier erzählt, wie es um die Sarianer oder, ja doch, Sarianer oder irgend so, wie sie jetzt auch heißen, bestellt ist. Und da weiß ich ja das meiste von, oh Gott, wie mich diese Ansagen gerade auf die, oh Gott. Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, was ich mache. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch was finde. Ich muss ja auch noch zu dieser doofen Nuss, aber ich verstehe gerade nicht, wo die sein soll. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich sie gefunden habe. Wie gesagt, wenn ihr lieb seid, dann helft mir mal bitte. Lasst mich nicht dumm sterben. Es ist einfach schöner zu wissen, über was man spielt, als wie wirklich dumm in der Luft hängen zu müssen und so, ja, warum dies und warum das und warum jenes. Also ich finde das sehr, sehr nervig. Würde mich einfach mal ganz schlichtweg interessieren. Ja. Müsst ihr nicht jetzt unbedingt, was weiß ich, wenn das eine längere Sitzung in Anführungszeichen wird, könnt ihr es mir ja so, ihr könnt mir auch einfach von mir aus irgendwelche Sachen aus dem Internet kopieren, die ihr gefunden habt, die ich vielleicht nicht gefunden habe. Mir völlig wurscht, ich bin einfach nur total neugierig. Also ich glaube, ich wäre auch Sarianer geworden, ey, oh Mann. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Run. Tschüss. Hehe, kaum habe ich es ausgemacht, finde ich den Scheiß. Und es war natürlich nur die Treppe hoch. Ich habe gedacht, hier war ich schon. Scheiße. Hallo, Commander Shepard. Oh. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie ihnen erzählen, nicht ich. Sind Sie Liaras Assistentin? Ja. Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für sie zu arbeiten. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Na denn, wer zum Geier ist Liara? Auch aus dem ersten Teil bekannt? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Ja, klar. Ich würde auch jemanden in den Arm nehmen, der so redet. Natürlich. Meine Quellen sagten zwar, dass sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, sie zu sehen. Haben Sie jetzt Quellen? Ein paar. Quellen, Kontakte. Sogar ein paar Mietschläger. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit sie... naja, also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten?
Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen. Ich brauche eine erfahrene Hackerin, der ich vertrauen kann. Hm? Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Information beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Es ist nicht schwierig, sich in einen Terminal zu hacken. Weshalb brauchen Sie mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Wenn Sie sich in den Sicherheitsknoten gehackt haben, sind die Daten noch nicht in Ihrem Besitz. Das führt nur zu einer kleinen Systemstörung. Sie haben dann nur wenig Zeit, um einen lokalen Server zu finden, von dem Sie aufgrund der Störung die Daten auf mein System uploaden können. Damit die Daten auf mein eigenes System importiert werden können, muss ich für diese kurze Zeit alle Verteidigungssysteme deaktivieren. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Hm. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Mhm. Warum muss ich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Es gibt eine Asari namens Samara. Ja, das hat Samara. Sie finden Dara im Transportzentrum. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Nur Bekloppte. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Hatte ich das irgendwie schon? Eigentlich schon, oder? Wir reden später, Liara. Whatever. Ich kannten wir ja schon. Ausbreitung der Menschen hat erneut einen Rückschlag erlitten, denn ihre Kolonie auf Horizon wurde angegriffen. Ja, whatever. Ich weiß ja, wie das jetzt wieder läuft. Ich werde jetzt erstmal wieder 50 Jahre suchen, bis ich gefunden habe, was ich haben will. Mit Mordin reden? Jeder hat zu dem Ausblick irgendwas anderes zu sagen. Das ist so lustig. Hier hinten. Das möchte ich noch hören und dann muss ich kurz schnibbeln. Gebäudestruktur der Asari erinnert an Bienenstöcke. Hohe Türme voller Drohnen. Seltsame soziale Dynamik. Viele Königinnen kämpfen um die Herrschaft über den Stock. Seltsame Gefühle in der Nähe der Asari. Ungewohnt. Erinnerungen an frühere Verhandlungen über Fruchtbarkeitsverträge. Ich frage, whatever. Bis gleich, boah.